Irma und Goran sind in ihren 30ern. Sie leben mit ihrer Tochter in einer kleinen Gemeinde in Bosnien und Herzegowina. Jeden Morgen verlässt Irma früh ihr Zuhause, um ihre Tochter zur Schule zu bringen, bevor sie sich auf den Weg zur Arbeit im Supermarkt macht. Es gibt keinen Bürgersteig, auf dem die beiden sicher der Straße entlang gehen können. Irma und ihre Tochter müssen sich einen Weg durch Müll bahnen. Goran ist arbeitslos, aber er hat sich vor kurzem entschieden, sich selbstständig zu machen. Er führt zu Hause eine kleine Schneiderei. Er hat jedoch keinen Zugang zu Krediten mit vorteilhaften Konditionen, die es ihm ermöglichen würden, sein Geschäft weiterzuentwickeln. Zu Hause kann das Wasser nicht bedenkenlos getrunken werden, weil die Trinkwasserqualität nicht gut ist. Deshalb hat sich Goran entschieden, zur Gemeindeverwaltung zu gehen und sich zu erkundigen, wie er das Leben seiner Familie verbessern könnte. Wieso ist das Leitungswasser schädlich für die Gesundheit? Wie kann die Sicherheit auf der Straße verbessert werden, damit seiner Frau und Tochter nichts passiert? Wie kann er finanzielle Unterstützung erhalten, um ein kleines Geschäft zu gründen? Dort angekommen, merkt er, dass die Verwaltung sehr langsam arbeitet und seine Anliegen nicht ernst nimmt. Als er die Gemeindeverwaltung wieder verlassen will, sticht ihm etwas ins Auge. Eine Einladung zu einer öffentlichen Anhörung der Bürgerinnen und Bürger im neu gegründeten Gemeindezentrum in seiner Nachbarschaft. Dort gehe ich hin, sagt Goran. Goran und Irma haben begriffen, dass sie sich in die kommunalen Entscheidungsprozesse eingeben müssen, wenn sie erreichen wollen, dass sich etwas verändert. Nach dem verheerenden Krieg in den 90er Jahren und dem Ende von Jugoslawien steckt Bosnien und Herzegowina weiterhin in verschiedenen Transformationsprozessen, zum Beispiel von der sozialistischen Wirtschaft zur Marktwirtschaft. Eine Herausforderung ist die überdimensionierte und ineffiziente Verwaltung, die wenig bürgernah ist. Hier kommt die Schweiz ins Spiel. Die Schweiz engagiert sich in Bosnien und Herzegowina seit mehr als 20 Jahren auf lokaler Ebene in der Demokratieförderung. Die von der Schweiz unterstützten Projekte helfen der lokalen Verwaltung, ihre Aufgaben professioneller wahrzunehmen. Die Unterstützung der Schweiz trägt dazu bei, dass Bürgerinnen und Bürger wie Irma und Goran ihre Anliegen in ihrer Gemeinde besser geltend machen können. Die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger werden in den Entwicklungsprioritäten der Gemeinde berücksichtigt. Die Gemeinde nimmt bei der Ausarbeitung des Budgets und der Aktionspläne die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger auf und setzt diese in Realität um. Das Gemeindebudget wird publik gemacht, damit die Bürgerinnen und Bürger wissen, wozu das Geld verwendet wird. Irma und Goran haben ihre Forderungen zum Ausdruck gebracht und erleben nun konkrete Verbesserungen direkt vor ihrer Haustür. Und das Wasser kann nun auch problemlos aus dem Hahn getrunken werden. Und es gibt noch mehr. Mit Schweizer Unterstützung leitet die Gemeindeverwaltung weitere wichtige Veränderungen ein. Sie schafft transparentere Regeln und effizientere Verfahren für ihre Planungsprozesse. All das hat eine beträchtliche Auswirkung auf das Leben der Menschen, die bessere und bürgerfreundliche Services erhalten. Die Schweiz unterstützt die Gemeinden auch dabei, ein besseres Investitionsklima zu schaffen, damit kleine und mittlere Unternehmen Fuß fassen und wachsen können. Dies schafft mehr Arbeitsplätze. Goran, der ein kleines Geschäft gründen möchte, kann sich nun um einen Zuschuss von der Gemeinde bewerben und ein eigenes Modelabel kreieren. Heute, dank Schweizer Unterstützung, arbeiten mehr und mehr Gemeinden, Städte und Kantone in Bosnien und Herzegowina mit einer strategischen Planung, welche die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger ernst nimmt. Die Gemeinden arbeiten nun zukunftsorientierter. Sie bieten Dienstleistungen an, die für alle Bürgerinnen und Bürger zugänglich sind, besonders auch für Menschen in Not. Im Zeitalter der Digitalisierung hilft die Schweiz den Gemeinden, moderner mit ihren Bürgerinnen und Bürgern zu kommunizieren. Dies ist kein Märchen. Goran und Irma zeigen, wie Bürgerinnen und Bürger eine Chance nutzen und ihr Leben zum Positiven ändern können. Fortschritt ist möglich, wenn sich Menschen wie Sie für das Wohlergehen der ganzen Gemeinde engagieren. Wartet nicht, nehmt eure Zukunft selbst in die Hand.